Bischof Wiesemann, die Zeit der Rückreise ist gekommen. Eine aufregende Woche liegt hinter den Ministranten. Welche Nachhaltigkeit erhoffen Sie sich? Also ich glaube erstmal, dass es ganz prägende Erlebnisse gewesen sind. Das habe ich auch in Einzelgesprächen mit den jungen Leuten gespürt. Gerade die Begegnung mit dem Papst hat doch bei ganz, ganz vielen einen unglaublichen Nachhall ausgelöst. Aber auch die Erfahrung dieser großen Gemeinschaft und auch die Gottesdienste in den Diözesen oder in diesen Gemeinschaften, also diese intensive Atmosphäre, das Miteinander. Und ich glaube einfach, dass sie dadurch ganz positiv gestärkt werden. Also einfach Mut bekommen und Kraft bekommen und sagen, es ist doch toll, es ist eine große Gemeinschaft, in der wir mithelfen können, mitdienen können, Ministranten, Ministrantinnen sind. Und ganz sicher, es werden sich viele noch lange, lange daran erinnern. Bei der Papstaudienz, die Sie gerade schon angesprochen haben, standen Sie die ganze Zeit oder saßen die ganze Zeit direkt neben Papst Franziskus. Ganz am Anfang, wenn man genau hingeschaut hat, hat man gesehen, dass er Ihnen etwas zugesprochen hat. Was hat er da gesagt? Er drehte sich zu mir und sagte mit, oh, sono in tanti, es sind ja so viele. Er war also offenkundig richtig beeindruckt davon, wie viele junge Messdiener, Messdienerinnen wir haben und hier mit nach Rom gebracht haben. Und ich habe dann mit ihm auch noch mal kurz über die Bedeutung der Messdiener in Deutschland gesprochen und ihm gesagt, auch dass jetzt mal die Älteren sind, dass wir ja auch noch viel auch Jüngere haben. Und da war er doch ganz positiv, dass wir diese starke Messdienerarbeit haben, beeindruckt. Wenn der Papst schon beeindruckt war, dann ist wahrscheinlich auch die ganze Welt beeindruckt. Was glauben Sie, welches Bild hat die katholische Kirche von Deutschland hier in Rom in diesen Tagen abgegeben? Also ich glaube, die deutsche Kirche hat sich als eine junge, als eine unglaublich lebendige, sympathische, nicht? Man muss ja immer nur die Gesichter der Kinder und Jugendlichen schauen, als Kirche gezeigt. Sie hat sich gezeigt als eine sehr aktive, ne? Also eine, die nicht, wo unheimlich junge, viel junges Potenzial auch da ist, trotz aller Schwierigkeiten, wollen wir ja nicht einfach ausblenden. Und sie hat doch manchem auch hier, den Italienern oder auch im Vatikan, noch mal einen neuen Blick auf Deutschland gegeben. Und Papst hat es ja selbst in seiner Ansprache so angedeutet, ne, wir können gut organisieren, aber dass wir auch so lebendig und jung und schwungvoll sein können, das haben wir hier gezeigt. Für Sie ganz, ganz persönlich, was ist Ihr Highlight, was nehmen Sie mit? Also für mich ist schon die Begegnung mit dem Papst ein wichtiges Highlight. Nicht nur meine Begegnung mit ihm, sondern die der Jugendlichen, die direkt neben mir waren. Weil ich das so unglaublich verfolgen konnte damit. Ne? Was das für diese bedeutet haben, hat neben ihm zu sitzen, die Fragen zu stellen. Und in diesen jungen Menschen spiegelt sich viel wieder, was viele erfahren haben, nämlich dieses tiefe Bewusstsein, was es bedeutet, gemeinsam Kirche zu sein, gemeinsam Glaubensgemeinschaft zu sein. Der Papst ist ja ein Sinnbild auch für die Einheit und die Menschlichkeit des Papstes. Das ist diese Unkompliziertheit, diese wunderbare Einfachheit, mit der auch diese jungen Leute sofort, also jede Distanz aufgehoben hat und ihnen gezeigt hat, wir gehören zusammen. Vielen Dank für das Interview und eine gute Rückreise. Danke Ihnen. Alles Gute.